Hallo und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal ein Thema, das sich ein Abonnent von mir gewünscht hat. Er wollte mit Airsoft anfangen und will seine Eltern davon überzeugen. Sein Dad hat aber gemeint, dass es sehr gefährlich sei. Und wir schauen uns heute die Gefahren von Airsoft an und was wir dagegen tun können. Also, let's go! Also zum einen kann man sich beim Airsoft natürlich verletzen. Ich meine, wenn wir über das Spielfeld laufen und das Spielfeld nicht ordentlich abgesichert ist, irgendwo ein Nagel heraussticht, wie bei dem einen Fall, den GSP Airsoft mal angesprochen hatte, oder wenn irgendwelche Mauern einsturzgefährdet sind oder sonst irgendwas, ist das natürlich sehr gefährlich und kann auch Verletzungen hervorrufen. Genauso ist es natürlich, wenn man irgendwo runterstürzt, also man sollte immer aufpassen, wo man lang geht und immer davor alles absichern. Man kann sich natürlich auch verletzen, wenn man von BBs getroffen wird. Das Problem gibt es vor allem im Ausland, wenn man dann mit 3 Joule Full Auto beschossen wird und einfach zu wenig Schutz trägt, obwohl da hilft auch der Schutz nichts mehr, weil wer schon mal eine Airsoft-Kugel von einer 3-Joule-Waffe abbekommen hat, der weiß, dass das zieht und dass man die Abdrücke davon noch lange danach hat und auch noch lange danach spürt. Ein weiterer Grund für Verletzungen können auch unfaire Mit- oder Gegenspieler sein. Das ist natürlich die unschöne Variante und man sieht es auch zum Glück sehr selten im Airsoft-Sport. Aber wenn ihr unfaire Mitspieler habt, die einfach auf Teamkameraden schießen oder ihnen ein Bein stellen oder so. Oder auch Gegenspieler, die einfach rücksichtslos, ohne die Bang-Regel zu benutzen oder so, auf euch losgehen. Ja, dann könnt ihr euch natürlich auch verletzen. Deshalb, Bang-Regel sehr wichtig und so weiter. Haltet euch an die Spielfeldregeln. Aber dazu kommen wir ja später noch. Dann gibt es natürlich noch die Gefahr, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Und das passiert häufig durch illegale Spielfelder, bei Kindern vor allem, die mit Airsoft anfangen wollen, mal schnell in den Wald gehen und rumballern, ist nicht. Und eben auch bei illegalen Waffen, also Airsoft-Waffen, wenn man dann mal irgendwas aus dem Ausland bestellt oder ins Ausland fährt und sich da irgendwas holt oder zusammenbasteln lässt, ja, ist halt auch nicht so gut und es ist gefährlich für euch, gefährlich für Mitspieler und vor allem kann das richtig große Probleme geben und ihr zieht damit auch den Airsoft-Sport in den Dreck. Die größte Gefahr im Airsoft ist dennoch der große Suchtfaktor. Ich meine, klar, man hat einfach mega viel Spaß, es macht einfach süchtig und ihr habt einfach mega Bock drauf. Aber das Problem ist halt, Airsoft ist teuer, verdammt teuer. Und je süchtiger ihr werdet, desto mehr gebt ihr aus. Und deshalb müsst ihr immer schauen, dass ihr euer Geld gut im Auge behaltet, dass ihr vielleicht, wenn ihr noch jünger seid, euren Eltern das Geld gebt oder immer mit euren Eltern absprecht, das solltet ihr sowieso, bevor ihr irgendwas kauft. Und dann auch immer schaut, dass das klar geht, dass das mit eurem Taschengeld oder so überhaupt übereinstimmt und so weiter. Ja, jetzt habe ich hier ein paar Gefahren aufgezählt. Was können wir also dagegen tun? Zum einen können wir uns natürlich gegen die gegnerischen Treffer schützen. Und zwar durch Körperschutz. Handschuhe. Das Allerwichtigste, die Schutzbrille. Ohne das hier geht keiner auf ein Airsoft-Spiel. Das sage ich euch, das sagt euch jeder, der jemals gespielt hat. Es ist ganz wichtig, ihr braucht eure Augen, also braucht ihr diese Brille. Es gibt einen Mundschutz, Knieschoner und selbstverständlich zum Beispiel auch einen Helm. Ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr auf OPs fahrt oder bevor ihr Airsoft spielt, euch mit euren Teamkameraden oder mit dem Veranstalter absprechen. Und auch Regeln ausmachen, Schulgrenzen vereinbaren und so weiter. Bei OPs ist das ja sowieso festgelegt. Und ja, das ist einfach, es dient zu eurem Schutz und
klare Kommunikation verhindert weitere Gefährdungen, weitere Verletzungen und vor allem weitere Konflikte. Zu Konflikten kann es leider auch kommen, dass es mal zu einer Schlägerei kommt. Das passiert auch sehr selten, aber beim Airsoft-Sport, vor allem bei unfairen Spielern, habe ich das schon gesehen. Im Internet gibt es ja so Videos von Amerika, von, keine Ahnung, Mexiko oder so, wo irgendjemand einfach sinnlos auf den anderen rumballert und dann entsteht auf einmal eine Massenschlägerei. Und es ist einfach total dumm und sinnlos und deshalb spielt einfach fair, spielt nett, fröhlich, habt Spaß und gefährdet niemanden, gefährdet euch nicht und dann ist das Ganze auch ganz einfach. Der wichtigste Punkt, wie ihr natürlich solche Gefahren verhindern könnt, macht euch mit dem Gesetz vertraut. Ihr solltet das Waffengesetz kennen, zumindest was die Airsoft-Waffen angeht. Und auf jeden Fall auch, wie das Ganze drumherum um Airsoft mit den Gesetzen ja, verflechtet ist. Das waren jetzt so meine Tipps dafür und meine Gefahren im Airsoft. Es gibt vielleicht noch ein paar mehr, die ich vergessen habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt so die wichtigsten genannt. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt weiterhelfen oder bestärken in dem, was ich gesagt habe. Und ja, ich würde sagen, das war's mit mir. Neue Haare übrigens, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Mal schauen, wer mich alles in den Kommentaren beleidigt. Ja, ich würde sagen, das war's mit mir. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ein neues Thema, stellt nicht immer wieder uns als Problem dar.